Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich, der Stinker-LP. Und Pablo. Ja, jetzt sind wir, wie gerade schon vorhin, bin jetzt im zweiten Part von Command & Conquer Tiberium Alliance. Ja, es gibt noch zu sagen. Wir haben eine kurze Pause gemacht, wie ihr jetzt vielleicht oben hier an den ganzen Daten seht. An unseren Rohstoffen. Naja, wir haben kurz Pause gemacht, was getrunken, bla bla bla. Da sind wir wieder zur Forschung. Militanten Raketentrupp für ihre Offensive erforschen. Missionsbesprechung. Sie haben im Laufe der Schlacht Forschungspunkte gesammelt und ihre Raffinerien genügend Credits erzeugt, um eine neue Einheit zu erforschen. Wählen Sie im Hauptmenü unter Forschung das Register Offensive. Als ich das gespielt habe, haben wir als allererstes noch ein weiteres Fahrzeug erforscht und mit dem weiteren Fahrzeug haben wir getötet halt, ne? Was man halt mit Fahrzeugen tut. Hier sieht man auch, wie viel man überbraucht. Man braucht richtig viel. 200.000 Forschungspunkte, das dauert schon. Also es dauert lang und hier. Mann! Weg da! So, und hier sieht man auch noch solche Special-Teile und die kann man sich auch noch holen, aber geh mal meine Katze. Und hier sieht man auch noch ja, da sind wir wieder. Meine Mutter hat mich gerade wieder genervt. Naja, so jetzt haben wir das gemacht. Bla bla bla, ich erforsche die Militant-Raketentrupp. Okay. Ach ja, diese Raketentruppen, ja, für Angriffgebäude. Das ist ein big, big Vorteil. Big. Und ich hab auch ein Big. Ja, Big Mac. Du hast ein Big Mac. Spielerschutz, Anfängerschutz. Ja, wie gesagt, da haben wir noch etwas länger Zeit, wo unsere Basis nicht angegriffen wird. Hör mal auf. Ortszeit ist es hier gerade mal der 16.05. Was ich nicht checke, wir sind heute ja schon beim 30.05. Das heißt, dieser Schutzzug meine ich jetzt zu tief. Naja, wie gesagt, ist Ortszeit. Vielleicht ist das ein kaputtes Teil, wissen wir nicht. Hey, was soll denn das? Ich will nicht in den Chat. So, wir gehen jetzt hier rein. So, wir müssen mal schnell reparieren gehen. Wir reparieren die Leute. Oh, und dabei haben wir gleichzeitig schon eine Mission erfüllt. Reparieren Sie Ihre Armee. Das heißt, jetzt haben wir 5 Minuten irgendwie. Irgendwo hat man hier das doch gesehen mit dem Reparieren. Wo ist diese Reparierzeit hin? Ah, hier sieht man das. Hier sieht man, das regeneriert sich auch wieder. Zum Beispiel, das hier kostet vielleicht eine Stunde, um das zu reparieren. Dann wird hier eine Stunde abgezogen und es generiert sich auch wieder. Ja, das ist eigentlich komisch. Ja, warte mal, was haben wir denn hier jetzt für eine Aufgabe? Schlachten gegen Vergessenen und ihren Bauhof aufwerten. Und wenn wir jetzt als erstes mit dem Bauhof machen, gibt es wieder 50 Angriffspunkte. Was ist los? Jetzt ist wieder heiß gelaufen. Kann mein Ventilator. Was ist jetzt los? Ja. Entschuldigung, dass es jetzt erstmal wieder laggt. Euch wird wohl laggen, oder? Muss gucken. Ja. Gehen wir wieder an die Katze. So. Nein, nicht streicheln, dann wird sie ja wieder noch lauter. Muss sie wirklich wegschubsen. Ja. Das reicht. Kommst du wieder? Ja, danke. Oh, da ist er wieder. Hallo. Na, haben wir jetzt wieder eine Aufgabe erfüllt. Ja, das sind Rufpunkte. Kann man Angriffspunkte holen. So, plopp. Ah, bauen Sie die Defensivgebäude. Eine Verteidigungszentrale bauen und eine Verteidigungseinrichtung. Select Location. Select Location. Ja, jetzt gehen wir hier drauf. Das gibt 20 Verteidigungspunkte. Das ist genauso wie Kommandozentrale, Angriffspunkte, Armeepunkte, kann man sich Verteidigungsteile bauen. Upgrade complete. So, Verteidigungseinrichtung Stufe 2 bauen. Das ist. Ach nein, das ist Angriff. Hier ist Verteidigung. Oh, die Mauer.
Einrichtung. Ach so! Hier ist ja die Verteidigungseinrichtung. Was? Faust von Kane. Auf die Abwehr von Fahrzeugen spaziert alle Artillerie. Das sind verbündete Basen. Ne? Das hat nichts mit dir selbst zu tun. Dich selbst wird das nicht direkt heilen. Auge von Kane. Geht auch nur von verbündete Basen und das Schwert von Kane natürlich auch. Wie viel brauchen wir denn für die Verteidigung? Freier Bausland. Oh, wir müssen unser Bauhof mal wieder aufbessern. Hätte ich gleich wissen können. Oh, wie viel teuer ist das? 1440. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal Schlachten machen. Wir müssen angreifen. Dafür gibt es natürlich auch solche. Nee, weg da. Gibt es natürlich auch was. Achso, ich würde uns erstmal empfehlen, uns ein Dings zu holen. Das gehe ich jetzt schon wieder raus. Ja, die Basis, desto weiter, desto besser man wird, desto aufgebesserter wird die. Also sieht die größer aus. Die kann irgendwann richtig groß werden. Also die wird noch mega groß. Müssen wir nur warten. Holen wir uns erstmal neue Angriffsleute. Hier im Midi. Können uns noch was holen. Select location. Get ready. Select location. Get ready. So, dann rüsten wir die mal alle auf Stufe 4 auf. Upgrade complete. Na, also, Nachschub? Braucht auch keinen Nachschub. Das sind vier Versorgungspunkte, kann man auf Benutzen drücken und dann fertig. Oh, Shortcuts, okay.